Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2019. Wir sind heute zu Gast an diesem Samstag mit dem Qualifikationstraining in Japan, in Suzuka genauer gesagt. Ja, Training. Oh. Gemischte Gefühle. Ich denke, mit der Spitze werden wir nichts drin, da werden wir nichts zu melden haben an diesem Rennwochenende, das ist durchaus klar. Wir hatten Glück mit dem dritten Platz im dritten freien Training, da es komplett nass war und wir mit denen das nochmal eine Zeit setzen konnten, weil aber auch zum Beispiel Leclerc keine Zeit gefahren ist, Verstappen und Vettel nur auf den Fullwert, die ihre Zeiten gesetzt haben und. Aber schauen wir mal, was im Qualifikationstraining jetzt gleich drin ist. Und das ist der Teaser zum Qualifying. Wir kommen auf der einzigen Strecke des Rennkalenders, die die Form einer 8 hat. Wir sind hier in Suzuka zum Qualifying für den großen Preis von Japan. Also, Stefan, du bist ein eifriger Beobachter der Fahrer. Was meinst du denn, wie gehen sie mit dem Druck um, diese eine perfekte Runde jetzt abliefern zu müssen? Es geht nicht so sehr um den Druck und wie man damit umgeht. Eher darum, wie man sich auf Risiken einlässt und wie viel man letztlich riskieren will. Man balanciert das Auto betreffend Bremsen, Kurven, Fahren und Bodenhaftung immer am absoluten Limit des Grips. Über die Dauer einer gesamten Runde hinweg passiert es eben leicht, diese Balance falsch einzuschätzen. Und darum ist es so schwierig, eine perfekte Runde zu fahren. So. Ja, mal gucken. Warte mal, natürlich mit dem Trockensetup fahren. Also das nächste braucht man nicht mehr. Ja. So, jetzt sind natürlich die Parkvermehrregeln. Das Auto kann also nicht mehr wirklich verändert werden, wenn das jetzt auf die Strecke geht. Und wir wollen natürlich im Idealfall natürlich die Pole holen, aber das wird hier auf jeden Fall, so hat es auch das Training gezeigt, sehr, sehr schwierig werden, aber nicht unmöglich. Richtig. Wenn wir unseren ersten, wenn wir unseren Problemsektor 1 in den Griff bekommen, sollte es sogar, könnte sogar machbar sein. Wir verlieren einfach die komplette Zeit im ersten Sektor. Alles andere ist durchaus machbar. Ich muss mal gerade ein bisschen konzentrieren auf den Sektor hier. Vielleicht kriegen wir es hin. So, jetzt schön die Hanal hier rein. Unter den Tunnel durch. Sektor 1, 34,2. Ich kann natürlich jetzt auch nicht sagen, ob die Zeit gut ist. Im Vergleich zu den anderen. Und Weber 1, 33,3. Das ist eine Zeit. Oh, muss auch gucken. Gegen den Alpha. Wobei die mittlerweile auch ordentlich zugelegt haben. Was gegenüber uns. Oh, das ist eine Zeit, die wir setzen können. 32,1. Boah, der haut nochmal eine Zeit, die eine Sekunde schneller ist als der Alpha. Pierre Gasly, Red Bull, Abolt, Darcy 1,31,6. Nochmal eine halbe Sekunde schneller. Wir haben schon jetzt fast eine Sekunde Rückstand. Auf die Bottas-Zeit vor allen Dingen. Obwohl, das könnte fast 2 reichen. Hamilton 1,31,1. Hm. Platz 4. Hinter Gasly. Ja, es ist das, was ich eigentlich fast sogar erwartet hatte. Fahrer vor mir. Fahrer vor mir.
Na, ja, da könnten wir tatsächlich hinkommen mit der Zeit. Davor die Butterszeit, die wird nicht machbar sein. Jetzt die könnten wir tatsächlich kriegen. Mit der Zwischenzeit momentan. Hat sich gerade erledigt. Selbst Perez packt noch die Zeit davor. Sah gut aus bis zur letzten Kurve. Boah, Alter, kriegen wir gerade eine Klatsche. Da kriegen wir gerade die richtige eine Klatsche. Neunter sogar noch. Our best lap so far is a 132.3. Ich sag ja, das ist der erste Sektor. Da liegen wir fast eine Sekunde dahinter. Im schnelleren ersten Sektor werden wir Dritter. We're 20th in the speed trap, 304.2 kilometers per hour. Ich würde sogar gerade, wäre sogar gerade über Platz 5 zufrieden. Wir haben beide Racing Point vor uns sogar noch. Kackt mich gerade an. Also vom Gefühl her war tatsächlich der erste Sektor gut. Vom Gefühl. Ich krieg's aber nicht auf die Straße. Und dass wir nur Platz 4, Platz 20 als in der Speedfab hatten. Sagt, glaube ich, auch schon alles aus. Das ist hart gerade. Das ist verdammt hart, dass wir da überhaupt nicht annähernd an die Zeiten da vorne rankommen. Jetzt sind wir zumindest mal an Magnussen vorbei. Platz 9. Ist aber nicht. Perez mittlerweile wieder vorbei. Also die beiden Alpha, beide vorbei. Ne, ein Alpha, ein Toro Rosso. Also ja, wir müssen es so sehen. Wir sind einfach nicht gut genug. Punkt.
Wir sind einfach nicht gut genug. Wir haben ein Riesenproblem und das ist der erste Sektor. Wobei auch der zweite Sektor mit einem 41,5. Mit, ja, bis auf etwas schneller als Peres, aber wie gesagt, ist es halt. Ja, wir kriegen es nicht hin. Punkt. Wir sind einfach schlichtweg nicht gut genug heute. Wir müssen sogar einen Punkt bangen. Das muss man einfach so sehen gerade. Zehn, also gerade halt. Eine Sekunde hinter der. Eine Sekunde klingt halt okay. Aber Platz 10. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Okay, da wurde Platz 13. Hamilton und Sebastian Vettel. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Wobei wir jetzt tatsächlich sogar auf 13 stehen. Das ist mit Abstand mein schlechtestes Qualifying, was ich gefahren bin. Gut, in Singapur, wie gesagt, das habe ich ja abgeschenkt, aber... Eieieiei, da müssen wir echt einen ordentlichen Strecken, damit wir da irgendwie tatsächlich sogar die Punkte kommen. Es sah am Training so aus, als würden wir tatsächlich Platz 5, 6, 7 rumfahren, ja. Aber jetzt nach dem Qualifying sieht das jetzt nochmal eine Nummer härter aus. Naja. So gerade die Vorgabe erreicht. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches. Naja. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Gut. Dann würde ich sagen, wir feiern. Wir sehen uns morgen wieder zum Rennen, zum Kurzpass von Japan und dann hoffen wir, dass wir tatsächlich irgendwie noch ein paar Punkte mitnehmen. Bis dann. Tschüss.